Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Salt in Sanctuary. Ihr wundert euch vielleicht über die neue Waffe, aber ich hatte die alte Sense satt und habe für die neue gefarmt. Ich zeige euch auch wo, ist kein Geheimnis, überhaupt nicht schwer. Es gibt hier zwei Krieger, die kommen auch noch weiter später im Dungeon, aber ich wollte die Verbesserungen nun mal jetzt haben. Deswegen habe ich die beiden Spinner gefarmt. Einer ist ganz unten rechts in der Ecke und zu einem müssen wir jetzt sowieso hingehen. Weil wir von ihm... Oh, das war höher als ich gedacht habe. Weil wir dort noch eine Schatztruhe haben, die wir nicht aufheben konnten. Oh, du lebst ja noch. Die wir aber jetzt öffnen können. So, war das jetzt hier? Bin mir schon nicht mehr sicher. Ja, den Typen. Sein Ohr verwandelt unsere Sense in eine Kriegssense. Und mit dem Walljump können wir jetzt hier hochgehen und... Ach, den haben wir schon geholt. War das nicht das rote Schild sogar? Ich glaube, das war das rote Schild. Mensch, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Na, spring nicht zurück. Danke. Tschüss. Okay, nicht zu hoch, nicht zu... Na? Dann würde ich mal sagen, machen wir hier in der Red Hall of Cages weiter. Wo wir eines der stärksten Covenants, also Religionen im Spiel finden. Lass das. Danke. Weil deren optionaler Trank... extrem die Abwehr erhöht und auch die Angriffskraft. Jede Religion bringt etwas Eigenes an den Tisch. Und ich war mir ja ziemlich sicher gewesen, dass meine Religion ein wenig den Wounding-Effekt wieder heilt. Aber stimmt nicht, tut sie nicht. Obwohl, wir können kurz mal leveln. Ich glaube, gar keine Religion halt den Wounding-Effekt. Vielleicht die Blue Stones aus der Eisen-sowieso-was-Religion. Vielleicht heilen die Wounding. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Na, auf jeden Fall in meiner hier Water of Blessing lohnt es sich, die Orange Files und die Page of Lights zu sammeln. Es lohnt sich praktisch gar nicht, Water of Blessing freizuschalten. Weil die Orange Files sind einfach besser. Denn sie heilen ja auch noch Gift. Typ 46 Tower Shield. Na? Ja, ich kenne euch. Zum Glück stecken die nicht so viel ein. Lass uns mal gucken, was hier unten ist. Ab mit dir in die Luft, da kannst du nicht so viel rumnerven. Ein Tortures Ear. Ich glaube, das braucht unsere Religion nicht. Ein nicht funktionierender Fahrstuhl, stimmt's? Verdammt. In der Hinsicht mag ich es nicht recht zu haben. Und nach wie vor gibt es keine Rüstung jetzt, die wir auf die Schnelle erreichen könnten, die besser ist als die, die wir tragen. Ah, ich hatte noch gehofft, vorher durchzukommen. Ja, ich will doch runter, mein Gott. Die Typen können ihre Sense droppen. Und die hätten wir auch farmen können. Da wo wir gegen den Jester gekämpft haben in der Nähe. Aber die sind wirklich fies. Die sind nicht gerade schwach. Wie viel Salz geben die? 666. Oh, das ist... Oh, oh. Erstaunlich wenig. Und Feuerball. Und wir müssten mal ganz kurz Licht anmachen, damit ich euch zeigen kann, wo wir gleich rauskommen.
Bandits Pass. Und da ist er wieder. Und hier um die Ecke ist auch gleich der Jester. Natürlich müssen wir da jetzt nicht hochgehen. Es gibt da für uns nichts zu holen. Nur ihn hätte man auch farmen können für eine bessere Sense als die Startsense. So, irgendwann müsste hier auch mal was. Genau, wunderbar. Einfach mal durch... einfach mal durchs Dunkle laufen. Edore. Lass mich da mal rein. Ich komm. Da bin ich. Party kann steigen. Au, verdammte Sch... Nee, zu dir komme ich gleich. Ich will hier erstmal looten. Eine Pandragon-Touch. So, hier wird es ein bisschen schwieriger mit diesen Floaties. Die sind extrem, extrem nervig, wenn sie einen erstmal kriegen. Haben sie das Bedürfnis, einen aufzuhängen. Oh oh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Shit. Zum Glück noch auf diesem Ding hier gefallen. Kriegen wir den noch? Oder wird er mich aufhängen? Er wird mich aufhängen. Verdammt, ist das ein tiefer Fall. Man muss denen dann immer ein bisschen was auf die Fresse geben, damit sie aufhören, einen anzuvisieren. Caged Man Ear. Brauchen wir nicht mehr. Da ist er. Einen kriegt er noch und dann ist er fertig. Stone Leather, vielen Dank dafür. Oh oh. Ich wollte den letzten... Oh, das ist direkt nach dem Bosskampf. Ich wollte den letzten Rollator gar nicht mehr machen. Aber konnte mich nicht zurückhalten. Zu viel gedrückt, zu schnell gedrückt. Aber auch so lernen durch Schmerz, oder? Lass den Scheiß. Mann, ich mag diese Typen nicht. Dass die so eine hohe Trefferinitiative haben, nervt mich echt. Zack, zack. Vielleicht könnte ich jetzt doch wieder diesen Lappenheiltrank hier reinlegen, dass er einfach mal so ein bisschen nebenbei plätschert. Und du kannst mir echt mal was hinterlassen. Ja, 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 ja. Oh, geil, hinterher. Ah, natürlich trifft er mich. Stated Page dreimal. Uha. Oh. Gib mir die Sense, gib mir die Sense. Oh, 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 oh. Ah. Irgendwas mit Wardens Gedöns. Nee. Vielleicht war das gar kein Equipment. Auf jeden Fall das Schild. A grotesque makeshift shield of the type carrying by Red Lords. Fashioned by stretching flayed human skin over a grid of dungeon ironwork. This unsanitary device functions more effectively as a tool of intimidation than one of personal defense. Its blood-soaked tapestry of scatteredhide tells a wordless tale of chilling cruelty and unspeakable agony. Also falls ihr noch Bedenken haben solltet, diese Typen zu töten, habt keine. Die ziehen hier die Haut der Leute ab und... Warden's Branks, also doch, ist eine Heavy Armor. An Iron Torture Mask worn by the Red Lords as a perverse symbol of their ward. Was auch immer. So, da links waren wir schon. Wir wollen aber nochmal nach rechts jetzt die Seelen holen. Natürlich triffst du, Alter. Du hast doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Hier nochmal so einen leichten Energy Drink sich reinpfeifen. Nope, nope, nope. Du bleibst hier. Das gleiche gilt für euch. Nope, nope, nope. Nein! Ach, Kacke.
Hau ab! Man kann nicht angreifen, total nervig. Und dann führt das schon wieder die nächste Attacke aus. So. Der ist jetzt weg, der stört nicht mehr. Tatsächlich. Alter, du. Tatsächlich nerven die ungemein, wenn die nachher versuchen wegzufliegen. Können sie ja einen aus gewaltiger Distanz. Komm her. Aus gewaltiger Distanz noch aufhängen und einen in den Tod stürzen lassen. Was mega uncool ist natürlich. Ich hab deinen Kollegen schon erkannt. Mach dir mal keinen Stress. Wow. Schade, ich dachte, ich kann ihn tot spammen. Och Manno, nichts gönnt man mir. 16.000 Salz sind es mittlerweile. Also doch lieber parieren und dann aus dem Bildschirmrand stoßen, damit er in die Tiefe fällt. Mein Gott, haben die viel HP jetzt mittlerweile. Oder ich buff mir die Waffe. Ganz einfach. Es muss nicht immer kompliziert sein. Ach Mann, kann ich hier einmal durchgehen? Oh ja, geil, wir haben die Maske bekommen. Die ist toll, die mag ich. Aber es gibt noch eine Maske, die ich viel lieber mag. Ey, gib mir nochmal die Seiten. Oh, dankeschön. Clay Mask, hey, ausgezeichnet. Ich weiß gerade nicht, ob das die Maske ist, die ich immer haben will. Muss ich gleich mal gucken. Beim Alchemisten. Komm, Keule, ich habe so viel Zeit verschwendet. Wir müssen das jetzt einfach mal ein bisschen abrunden, du und ich. Das Einzige, wo wir nicht abrunden dürfen, ist wirklich bei diesen Hängesäcken. Weil die verfolgen einen Ewigkeiten und 70 Tage. Deswegen müssen die sterben. Ach, immer noch nicht aufgesammelt. Leitwessel, okay. Gut, und jetzt den noch. Stimmt, da war ja was. Deine scheiß Feuerattacke. Gut, einer weg. Sehr schön, wir sind nicht ganz nach unten gelandet. Wo ist dieser Hängesack? Da. Du findest das witzig, oder was? Mich mit so brennend Scheiß zu bewerfen? Na, warte, bis ich da hochkomme. Oh mein Gott. Gut, dann können wir gleich mal unsere Waffe buffen. Sobald ich kurz vorm Sprung bin. Gut, wunderbar. Der hatte nämlich unsere Seelen und war dadurch auch noch eine ganze Ecke stärker. Splitmans Handschuhe, ne, haben wir gerade bekommen. Und diese Katana. Oh mein Gott, ist das hoch. Machen wir hier mal den Cage auf und dann dürft ihr mal raten, wo wir rauskommen. Wobei die meisten wissen es, wir kommen oben raus. Ne? Wieder eine Abkürzung freigeschaltet. Yippie! Jetzt nicht zu viel rollen, Alex. Das Thema hatten wir eben schon. Stellt euch mal vor, das ist Demon's Souls. Gott, würde das lange dauern, hier runter zu jockeln. Original die langsamsten Treppen der Welt. Hier kommen wir tatsächlich gleich schon hin. Das ist gar nicht mehr so weit weg bis zu diesem Punkt. Aber egal, jetzt haben wir die beiden Karate-Spinner umgehauen und haben ein Schwert bekommen, das wir auch benutzen können. Tachi, an unusual light and graceful sword crafted from folded kahi steel. Its grandly curved blade bears an underlying rippled pattern reminds of ocean waves. Also es hat einen Wellenschliff. Wer es nicht begriffen hat, gib mir das. Ist eine gute Waffe für unseren Charakter, weil sie mit Geschicklichkeit skaliert, falls ihr das noch nicht wusstet. Ne, komm schon. Ein Stück noch, danke. Und zack und weg hier. So, hierhin brauchen wir so schnell nicht wiederzukommen. Irgendwelche Freiwilligen, die sich gerne als Tatoro-Matte anbieten. Ich glaube, hier ist noch ein Freiwilliger. Ja, wunderbar. Hallo. Ziemlich hoher Damage. Und das ist einhändig geschwungen, Freunde, weil das skaliert sehr gut mit Geschicklichkeit.
Ich bin einfach der Sensen-Fan. Da unten ist ein Geheimgang, den will ich hoben. Kommt mal an den Rand, vielen Dank. Au. Okay, das kann man nicht parieren. Ich komme gleich wieder runter zu dir. Ja, genau, mach das mal. Nicht das. Ernsthaft? Ich hatte gedacht, ich bin vielleicht sicher in der Luft. Das ist der Grund, warum man die einfach immer umbratzt, ohne ein zweites Mal nachzudenken. Einfach nur umbratzen. Crack. Wild Charm. Ist das das Giftding? Increase Attack Power. Okay, okay, okay. Und? Adds Poison to your Attacks. Nice Stein. Machen wir das doch mal an unsere Sense ran. Und lassen für die Katana Attack Power drin. Ach, ja, genau. Ah, ja, genau. Da war ja was. Au. Roll. Hi. Oh Gott, das Schwert ist so geil. Hast du was für mich? Ne? Oh. Hier ist ein ziemlich großer Raum, voll mit Schätzen und... Da unter uns zum Beispiel. Und vielen Möglichkeiten zu sterben und auch vielen Möglichkeiten zu looten. Nein. Aber sie haben mich trotzdem noch getroffen. Mann, ey. Gott, ich mag dieses Schwert so gern. Wie mocken wir das? Nein, so nicht. Machen wir das so. Pfui. Die Sense hat einfach noch eine riesen Reichweite. Das muss man auch einfach mal ihr eingestehen. Versuchen wir dich mal mit dem Schwert zu parieren. Mal gucken, wie das läuft. Na? Parieren, nicht töten. Töten kann jeder. Wusch! Der Kamera-Zoom-In nach der Critical Attack. Legendary. Squeak! Tada! Na, ihr wisst gar nicht, wo wir sind, oder? Doch, ihr wisst, wo wir sind. A Soldier's Poem. Wem kommt das hier bekannt vor? Wer weiß, wo wir sind? Kleiner Tipp, so tief ist der Sturz hier nicht, aber ihr habt keinen Bock, von da wieder herher zu laufen, bevor nicht die Abkürzung freigeschaltet wurde. Und außerdem glaube ich, dass wir hier gar nicht alles aufgehoben haben. Das ist ein recht großes Bildschirmgedöns hier. Genau, genau, genau. Jared Dole. Nöp, nöp, nöp. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Aber lass mich mal so einen kleinen sippen hier. Hier lohnt sich das auch immer wieder, den Ring of Regeneration zu tragen. Fall nicht. Wieder so ein riesengroßer Raum mit extrem viel Loot und hast nicht gesehen. So, damit hätten wir schon mal die Abkürzung. Sollten wir gleich sterben, haben wir es nicht mehr so weit zu laufen. Immer schön die Kamera korrigieren, dass man auch ja den freshes Loot findet. Bag of Salt. Da ist so ein Spinner. Ich denke, ich gehe hier unten runter. Zur Ausnahme mal keine Geheimgang. Mein Gott, ist das Schwert schnell. Alter Schwede. Durchrollen. Nein. Ach, jetzt kommt ihr wieder, ne? Ah, ja, ja. Das Leben war zu schön ohne euch. Geht ja gar nicht, dass man sein Leben hier genießen darf, ohne euch Nervbacken. Gott sei Dank stirbt er nach 3 Treffern, sonst hätten wir gleich so eine Schelle kassiert. Das hätten wir noch nach 10 Tagen gespürt. Okay, alles... Nee, nicht alles klar. Ich glaube, wir müssen noch nach ganz oben rechts einmal. Kurz bis vor der Abkürzung. Okay, es geht nicht oben rechts her. Das ist schon das oben rechteste, was geht. Ich mag die Katana. Oha! Ach, die Dinger vergesse ich immer. Die sind so fies. Man darf nicht mal gegenlaufen. So, hier müsste jetzt ein Sanctuary sein, hier rechts. Oder auch nicht, Alex.
Ich mag dieses Gespringe. Na komm schon. Na komm schon. Lass mich rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das der verlorene Tempel ist oder die Ziggurat da drüben tatsächlich. Ein ziemlich weit entferntes Gebiet. Irgendeine Abkürzung habe ich aber gerade schon nicht mehr im Kopf, weil ich wusste, ich weiß, dass ich definitiv hier in der Red Hall of Cages schon den Doppelsprung hatte. Und das Leben war so geil mit Doppelsprung hier. Oh, schade, nicht ganz. Reichweite! Muhaha! Der läuft ganz schön weit, wa? Au! Lass den Scheiß! Ehrlich? Okay, hier ist keine. Na, darf ich mich da mal an diesen Spikes festhalten? Hallo? Och, Mensch! Hi! Hässlicher Kackfrosch hängt da hier in der Luft rum. Steel Graves, Steel Blabla, Tralala und Pipapo. Man wird hier echt zugeschissen mit schwerer Rüstung. Wie wär's denn hier mal mit Abwechslung, mit guter, leichter Rüstung? So, da oben waren wir schon. Von da oben sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt weiter Richtung... Hi! Hinterlass mir doch mal bitte nochmal was Schönes. Schade. Guck mal, wie verlockend das ist. Aber man sieht, dass diese Falle größer ist als die anderen bisherigen. Voll gemein. Wenn man sich hier nicht richtig verhält, kriegt man einen auf den Sack. Sei doch nicht so. Okay, da ist dieser Jumpophant da unten. Und den will ich mit Reichweite killen, bevor der mir an die Gurgel springt, was sie ja total gerne machen, diese Spinner. Oh. Au, mein Gott, ich hasse euch so hart. Ja, natürlich. Hier sind so viele von denen. Echt. Echt jetzt, ne? Wo sind denn diese komischen Kauviecher? Hier müssen doch... Ah! Keule. Kannst du vielleicht einfach sterben? Ja, genau deshalb. Scheiße. Mein Gott, machen die Schaden. Alter Schwede, machen die Damage, ey. Weiter sollten wir nicht gehen. Wir können noch diesen versteckten Krieger hier gleich umbraten. Wann kommt er eigentlich? Moment, ich weiß nicht genau, wann der kommt, aber den hier nehmen wir erstmal so mit. Sagt der Alex und stirbt gleich. Mal gucken, hier ist auf jeden Fall noch ein versteckter Ninja-Fund. Oh, hänge Menschen. Hm. Wir haben nicht mehr so viel Heilung. Hängemenschen sind nicht ungefährlich. Ihr wisst ja warum. Einfach durch ihre fiese Art abzuhauen und einen dann gemeingefährlich zu erhängen, ohne dass man sich wirklich so wehren kann. Aber hier ist die Religion, von der ich euch erzählt habe. Die geben uns Wein und eine ihrer Fähigkeiten ist ein anderer Wein, der, wie ich schon sagte, eure Abwehrkraft, Angriffskraft und alles andere boostet. Greetings, fellow connoisseur of fine things. Talk. Quite keen of you to have found us. We are quite a secret group, you know, but we hold the most fantastic truth. What truth is we hold? It's simple, there is nothing greater than splendor. Flesh rots away, it drips from the bone, everything becomes dust. But gold, adorn my body in it, when my flesh
Shears away. I will live on through my gold. Am I preoccupied with the feeling nature of flesh? Well, my friend, because it is. We have been afflicted by grey rot. Also sie rotten alle weg gerade und verstecken sich hinter goldenen Masken. Gold is our solace in our glorious Aegis. The prophet gave us gold. The fool gave us wine. Were they men or gods? However they were, they suddenly saved this pocket of humanity. Gold give us light and wine give us warmth. How can I mourn my affliction when my heart shines so brightly? Shall we deal in gold then? Okay. Was verkaufst du denn gleich nochmal so feines, feines? Arrows, okay. Flame arrows, bolts. Flintlock. Antidot ist erstmal so nicht schlecht. Reveals the location of its owner missing lost salt. Mhm. Kostet ja nicht viel. Illuminates surroundings. Ja, gib her. Und die Goldmaske. Light Armor. Was kann sie denn? Hat ein bisschen Slash Defense, ansonsten nicht viel. A mask crafted of pure gold. The face of a man is bound by the flesh of man. Imperfect, immoral and rotten. But the face of gold knows none of these flaws. Das stimmt. Aber nee. Oh fuck, wieso heilt er sich? Ihr Wein ist giftig. Wenn man ihn spammt, vergiftet man sich selbst und hier geht's nicht weiter. Close.